Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner, Liebesorakel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, eine persönliche mediale Botschaft. Ich schaue das auch astrologisch an und ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder lieber nach indischer Astrologie, die Berechnung und die Deutung? Dann kommt selbstverständlich die Legung noch dazu. Mein Honorar beträgt für Wunschpartner Liebesorakel 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Arini Diva ist die mediale Name. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Das ist dein Video. Ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Deine Situation. Du hast einen Partner. Ich würde ihn nicht einmal als Wunschpartner ihn nennen, sondern er ist dein Partner. Aber er ist immer im Rückzug und du weißt nicht, wie du verhalten sollst ihm gegenüber. Und genau das schauen wir an. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Er hat sehr viel Schmerz und so fühlt er sich auch. Es geht zwar alles langsam voran, aber bleib im Vertrauen. Es ist alles in Ordnung. Das war die mediale Botschaft. Und jetzt schauen wir astrologisch an und du hast die indische Astrologie gewählt. Das habe ich schon mal bei einer anderen Aufnahme auch gezeigt. Und diesmal möchte ich die Horoskop nochmal beleuchten und ich habe ein paar Sachen, was ich betonen möchte von deinem Geburtshoroskop. Aber vorerst mal erklären, was ist der Unterschied zwischen westlichen und indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die berücksichtigen, dass unser Sonnensystem eine gewisse Bewegung hat und diese Berechnung ist präzis übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Nach dieser Berechnung hast du Aszendent Fischen. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Diese Tierkreiszeichen Fischen verleiht dir etwas. Und das bedeutet, in diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, dein ersten Atemzug, ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, was du hier auf der Erde erlebt hast und gehört zu deiner Persönlichkeit. Du bist ein Kind davon. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zum Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und genauso bist du auch wahrgenommen. Diese Tierkreiszeichen Fischen bedeutet Sensibilität, Hilfsbereitschaft, sehr gefühlsvoll, fantasievoll, romantisch, kreativ. Das ist Wasserelement. Da kommen die Gefühle. Und hier in Tierkreiszeichen Fischen sind auch die Reichtum verborgen. Diese Glaube, Glaube an sich selbst, Glauben an die Liebe, Glauben an den Vorhaben. Und dann geschehen lassen, einfach fließen lassen, das ist die Stärke
die Fischen geboren, in dieser Vision zu leben, die Träume zum Leben. Und auf die Richtung achten, weil es gibt schon Menschen, die betont sind, entweder weil die in Tierkreiszeichen Fischen geboren sind oder Aszenden Fischen haben oder Mond in Fischen, die haben Angst und Zweifel, das natürlich bremst, das sind dann auch Hindernisse oder Blockaden. Aber achte auf die Richtung, immer im Vertrauen bleiben, im Vertrauen des Fluss des Lebens, genauso wie dieser Bild es auch zeigt. Und diese großartige Glauben- und Überzeugungskraft, das ist die Stärke, die Fischengeborenen, und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und wie ich schon sagte, daran liegt auch dein Glück, deine Stärke, weil diese Energie verlässt dich nicht. Das begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Du bist genauso wie deine Tochter in ein Halbmond geboren. Deine Sonne befindet sich im Löwe, dein Mond befindet sich in Skorpion. Und zwischen Löwe und zwischen Skorpion entsteht eine gewisse Spannung. Und das kommt von den Elementen. Wir haben vier Grundelementen: Feuer, Luft, Erde, Wasser. Wir brauchen alle vier, weil alle vier sind lebensnotwendig. Aber das ist immer die Mischung, wie viel davon. Es kann harmonisch sein, ausgeglichen sein, mal anderes sein, aber das kann auch eine Spannung sein, so wie das in Natur wir auch erleben. Deine Sonne im Löwe, das ist Feuer. Dein Mond in Skorpion, das ist Wasser. Du kannst es nachvollziehen. Wenn wir das Wasser wärmen, ein bisschen Feuer, dann ist das angenehm. Aber wenn das zu viel Feuer ist, zu viel Hitze, dann kocht alles hoch. Und das ist diese Spannung. Und das kocht und kocht und kocht und das kocht drüber. Und dieses Gefühl hast du manchmal. Das kann sogar verdampfen, das Wasser, wenn das zu viel Feuer wird. Und genau das ist die Mischung. Für dieses Skorpionwasser ist die Löwefeuer zu viel Hitze. Umgekehrt ist es auch so. Wenn die Feuer brennt, ein bisschen Wasser macht nichts aus, ein paar Tröpfchen Wasser. Aber wenn das zu viel Wasser ist, dann löscht die Wasser die Feuer aus. Natürlich ist das oft notwendig, die Feuer zum Löschen, wenn irgendwo brennt. Aber man fühlt sich oft ausgebrannt und das beeinflusst deinen Gefühl. Entweder kocht das alles hoch und du hast es nicht mehr im Griff oder fühlst du dich ausgebrannt. Und das ist diese Spannung. Ein Halbmond ist immer Spannung. Und das kannst du auch so verstehen. Bei einem Halbmond steht Sonne, Mond und Erde in Verbindung wie ein Dreieck. Da verbindet sich drei verschiedenen Tierkreiszeichen, verbindet sich drei verschiedenen Elementen. In deinem Geburtstag war Sonne in Löwe, das ist Feuerelement. Mond war in Skorpion, das ist Wasserelement. Und unser Planet Erde war in Tierkreiszeichen Wassermann, das ist Luftelement. Also verbindet sich mit diesem Halbmond, Sonne, Mond, Erde, Löwe, Skorpion, Wassermann. Die Elemente sind Feuer, Wasser, Luft. Wir haben aber vier Grundelemente. Vier. Die vierte Grundelement ist die Erde. Und Erde fehlt dir.
Erde bedeutet Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, Realität, ein Bezug zu Materie und das Gefühl zu haben, ich bewege mich in einen festen Boden. Es gibt einen Lebensbereich im Horoskop, die Lebensbereich, die Liebe, Partnerschaft, auch die Ehe. Und diesem Lebensbereich öffnet sich in dein Horoskop mit einem geheimen Tor, öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Und die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement. Also wo du dich selbst findest, wo du das Gefühl hast, jemand fängt dich auf und bewegst du dich in einen sicheren Boden und bekommst du den Schutz, das ist die Partnerschaft. Und das wäre die Richtung. Die zweite Themen, was die bei dir im Horoskop auch auffällt, das ist die Mars-Energie. Mars ist männlich, auch feurig, aktiv. Bedeutet auch der Mann. Aber wir Frauen haben diese männliche Energie auch. Diese Mars-Energie brauchen wir, uns durchsetzen im Leben. Wir brauchen uns zu behaupten im Leben, uns durchkämpfen im Leben, auch uns wehren und bedeutet auch etwas in Bewegung setzen. Astromedizinisch ist Mars zugeordnet zu der Blutbildung, das ist die rote Farbe auch, und gehört zur Muskulatur. Und Muskulatur brauchen wir Frauen auch, brauchen wir auch zum Bewegung. So ist es nachvollziehbar. Also wir brauchen auch diese Mars-Energie. Und diese Mars-Energie hast du in dein Horoskop im Bereich die Geheimnisse. Natürlich ist es wunderbar, wenn es um Geheimnisse geht. Und es kann auch die Spiritualität sein, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Oder mal hinter den Kulissen schauen und diese Geheimnisse zum Ahnen oder Durchschauen. Das sind natürlich deine Talente und Fähigkeiten und die Mars-Energie richtet sich in diese Richtung. Also das ist wunderbar. Aber wenn es darum geht, im Praktischen, dass du dich wehrst im Leben, dass dich behauptest, wenn zum Beispiel jemand aggressiv ist und dich verletzt, dann darfst du dich nicht zurückziehen, sondern dich zeigen, dich wehren oder dich behaupten, aber ja, nicht davonlaufen. Und diese Neigung ist aber da, weil Mars ist im Schattenseite. Und dieser Mars ist in deinem Horoskop rückläufig. Das hat mit alte Karma auch was zu tun. Und die Aufgabe ist, diese Mars-Energie rausholen, ins Licht zu bringen, lebendig zu machen und das Leben. Und in dem Moment, wo diese männliche Energie verspürst, weil du mal deine Meinung sagst, wenn du dich behauptest oder dich durchsetzt im Leben und dass du selbstsicher bist, das ist auch die Kraft und die Mut auch, dann hast du einen anderen Bezug zu dem Männlichen, weil energetisch ist das schon verbunden. Also da habe ich auch einen Hinweis, dass du vielleicht hier bei dieser Mars-Energie sogar eine Lernaufgabe hast. Welche Einflüsse hast du zurzeit von diesem Planeten? Weil die bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und bei dieser Bewegung, in dieser ständigen Bewegung, lösen sich etwas aus im Horoskop.
bei dir beginnt jetzt eine neue Phase und das dauert ein Jahr lang und das wird großes Thema sein, Ausland. Und da hast du die Chancen und Möglichkeiten. Es ist nicht nur jetzt im Augenblick ein großes Thema Reisen und Ausland. Natürlich kann das auch die inneren Reise sein, ganz klar. Aber große Reisen und inneren Reisen und Kontakte im Ausland oder Erfahrungen im Ausland, dass diese Chancen, Möglichkeiten wirst du in die kommenden Jahre haben. Und da richtet sich auch die Energie und deine Aufmerksamkeit, auch dein Glück. Dein Glück liegt dann im Ausland und auch Kontakte zum Ausland. Was für wichtig ist als Lernaufgabe in die nächste Zeit, das Loslassen, dass du vieles loslassen kannst, was dich bremst im Leben. Oft ist es Angst oder Zweifel und dass du Respekt verlangst von anderen. Und das ist auch eine wichtige Lernaufgabe. Was auch zurzeit sehr aktiv ist, das ist deine Spiritualität und diese Geheimnisse zum Erforschen. Auch deine Intuition und Inspiration, das wächst und dehnt, das ist auch sehr, sehr aktiv. Und wo Veränderungen gibt, das ist die Thema Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das auch miteinander zusammen. Wo du aktiv bist, Freundschaften zu pflegen, kann auch bedeuten, dass du dich anschließt zu einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen und da kommen die Aktivitäten. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Hier steht sie, das bist du. Und hier oben steht er und das ist dein Partner. In welcher Situation befindest du dich im Augenblick? Dein Gegenwart zeigt diese drei Karten an. Die erste Karte erzählt was. Du bist im Rückzug oder du sitzt da ganz bequem, passiv und trotzdem ist viel in Bewegung und das zeigt hier dieses Feuerelement. Nichts tun ist manchmal auch viel getan. Das ist wichtig im Augenblick, in diesem Ruhe, in diesem Rückzug und diesem Vertrauen bleiben. Wenn du nichts machst, hast du viel getan für die Beziehung, weil dann kommt er in Bewegung. Dann kommt diese Aktivität. Die zweite Karte hat auch eine Bedeutung, wieder die Feuerelement, das Aktive und auch diese Begeisterung und das ist ein Treffen. Also es ist zum Erwarten, dass er sich meldet und kommt zu diesem Treffen. Was wichtig ist in diesem Bild als Rat, nicht zu viel reden, nicht zu viel nachdenken über die Vergangenheit, und nicht zu viel reden, nicht zu viel nachdenken über die Zukunft, sondern wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das sollen wir wahrnehmen, weil das ist lebendig, das ist die Gegenwart. Und genieße diese Momente, genieße den Tag. Ein Entgegenkommen wird kommen, ein Treffen, und es ist auch sehr leidenschaftlich. Das befreit auch. Aber es sind noch Ängste oder Zweifel, das stoßt in euren Grenzen. Ich würde sagen, ihr beide habt da ein bisschen Einschränkungen. Jetzt schauen wir sein Gegenwart an. Das zeigt diese drei Karten an. Er fühlt sich wie gebrochen. Er hat das Gefühl, es bricht alles zusammen. Er möchte aber mit dir treffen. Er hat diese Entscheidung getroffen. Die zweite Karte zeigt es auch. Hier ist die Luftelement, also die Kontakt, die Gespräche, aber auch die Luftelement befreit auch. Und hier die Entscheidungen, hier das Wasser, die Gefühle, das kommt von seinen Gefühlen. Er hat diese Sehnsucht mit dir zum Treffen, mit dir verabreden. Aber
Hier zeigt beide Karte die Einflüsse von außen. Es muss nicht eine dritte Person sein, sondern das kann auch Gefühle sein wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Und genau diese Angst, was ihn bremst, und deswegen ist in diesem Zustand. Die mediale Botschaft war auch, er fühlt sich nicht wohl. Worüber sollst du Gedanken machen oder worüber machst du Gedanken? Was kommt als nächstes? Du denkst, das ist für dich ein Risiko. Hier kannst du gewinnen, kannst verlieren, aber versuch intuitiv handeln. Was sagt dein Gefühl dazu? Und dann bleib bitte konzentriert. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Es muss nicht die Münzen sein. Das kann auch anderen Themen handeln. Diese Karte hat eine symbolische Bedeutung. Wenn er dein Seelenpartner ist, dann konzentriere auf ihn. Und das soll der Fokus sein, weil diese Konzentration gibt die Struktur, die Sicherheit und Stabilität. Das erzählen die Münzen, weil die Münzen gehören zum Erdeelement. Und auch die Zahl 4, das hat Hand und Fuß. Und kannst du sicher sein, wenn du in diesem Vertrauen bleibst, da bewegt sich etwas, das ist das Fluss des Lebens. Und er kommt, weil er hier im Hintergrund schon in Bewegung ist. Und wieder die Zahl 4, die Sicherheit und Stabilität. Worüber macht er Gedanken oder soll Gedanken machen? Was kommt bei ihm in die nächste Zeit? Seinen Gedanken. Diese Karte bedeutet Verlust, Mangel. Das kann finanzieller Verlust, finanzieller Mangel sein, kann aber auch die Gefühl bedeuten. Angst, Verlustangst, dass etwas zu Ende geht, verloren geht. Also kann auch die Ängste sein und auch die verletzten Gefühle. Er hat aber die Träume und die Visionen und das ist übereinstimmend mit seinen Gefühlen, die Kelchen symbolisieren, die Gefühle, die Liebe, die Gefühle und auch die Erinnerungen und diese Träume. Aber er steht in einer Herausforderung und er möchte diesen Kampf gewinnen, er möchte nicht davonlaufen, aber er hat das Gefühl, vielleicht sogar, dass du jemanden kennengelernt hast, dass hier um Rivalität auch geht. Jetzt schauen wir die unteren drei Karten an. Die zeigen das, was man gerne verdrängt. Oder das Unbewusste, was man nicht sieht. Oder was erst später kommt. Das sind die Geheimnisse. Und wir schauen die Geheimnisse an, bringen wir ins Licht. Deinen Geheimnisse zeigt hier diese drei Karten an. Die erste Karte ist die Casino. Im Casino spielt man. Ich würde nicht empfehlen, aber es gibt Menschen, die lieben diese Spiele. Also hier wird gespielt. In einem Casino will jeder gewinnen. Jeder. Und da gibt es Konkurrenzen oder Rivalen, und auch Neugierige. Und das ist ein gewisses Risiko. Man weiß nicht, ob man hier gewinnt oder verliert. Diese Unsicherheit, dass du vielleicht ihn verlieren kannst, diese Unsicherheit sollst du überwinden. Ihr seid nicht im Casino. Du hast hier kein Risiko. Du verlierst hier nicht. Also bleibe in diesem Zuversicht. Und dann kommt auch zu einer Verabredung, aber beachte, dass jemand beobachtet die Geschehen. Und das kann diese neugierige Menschen auch sein, dass in deiner Umgebung Neider hast, die beobachten, was bei dir passiert. Und das sollst du klar und deutlich sehen, erkennen und dann eine klare Entscheidung treffen. Von diesen Menschen verabschieden.
und im Vertrauen bleiben, dass ihr trifft, aber lasst es nicht zu, dass jemand dich beobachtet. Du bist nicht in ein Casino. Und jetzt schauen wir mal seine Geheimnisse an. Und das zeigt diese drei Karten an. Ein Geheimnis erzählt diese Karte. Er ist sehr spirituell und er glaubt an Gott. Er glaubt an diese Liebe und diese Spiritualität verheimlicht er. Er zeigt es nicht. Und etwas kränkt ihn und das bedeutet, diese Zahl 8 erklärt es. Die Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen. Es fehlt die Gleichgewicht. Es fehlt diese Harmonie. Mal so, mal so. Und dieser Zustand kränkt ihn. Das heißt nicht, dass jetzt die Beziehung so läuft, aber so lebt er. Und er merkt es gar nicht. Das spielt sich alles in seinen Unbewussten an. Es fehlt bei ihm die innere Gleichgewicht, die innere Harmonie. Aber er wird das finden. Die Zahl 7 heißt seine Möglichkeiten und kommt zu diesem Romantik. Und dann kann er das leben. Das befreit ihn auch. Und die letzte Karte zeigt, wohin führt das? Habt ihr Chancen, zusammen zu sein? Das ist die schönste Karte überhaupt. Das sind die Liebende. Und diese Karte erzählt, wir gehören zusammen. Und das ist die Zukunft. Liebe Arini Diva, das war diese Legung. Wunschpartner, Liebesorakel. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.